Ja, warum so eine lange Pause einfach auf diesem Kanal, auf meinem Kanal, auf Insta zum Teil war und warum man von uns einfach nichts gehört hat. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir wissen es, es ist unfassbar, unfassbar lange her. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir das jetzt heute sagen, bei diesem Vlog und nicht beim letzten schon. Es liegt einfach nur daran, dass die Aufnahmen vom letzten Vlog einen Tag älter sind. Und ja. Diese ganze Pause, die wir hatten, war überhaupt nicht geplant. Warum wir so lange nicht gevloggt haben und auch warum so lange nichts bei mir auf meinem Kanal online gegangen ist, das werden wir euch heute Abend am besten erzählen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und falls ihr den letzten Vlog noch nicht gesehen habt, dann wow! Unser Morgen habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen. Wir sind gerade am Frühstücken. Das kennt ihr ja auch noch von uns. Und gleich geht es dann. Achso, wir waren schon duschen. Das kann man auch, glaube ich, erkennen. Mit nassen Haaren sitzen wir hier. Ja, und gleich geht es für uns ans Lernen und Arbeiten. Ja, das ist so erstmal der Plan. Also, wir haben heute mal außerplanmäßig, sind wir um 5:50 Uhr aufgestanden und haben schon übertrieben viel Genau. geschafft. Also, falls ihr euch wundert, wieso wir im Dunkeln Yoga machen, ich weiß jetzt nicht, wie die Videoaufnahmen sind, aber wie gesagt, wir waren um 5:50 Uhr wach und haben so ganz entspannt unseren Tag. Angefangen. Ja. Heute ist aber auch wieder der erste Tag, dass wir um 5:50 Uhr aufstehen. Das haben wir ja schon mal gemacht, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Dann haben wir das eine längere Zeit gar nicht gemacht. Und jetzt haben wir uns gesagt, das ziehen wir jetzt wieder durch, weil das einfach so viel besser ist. Oder man ist einfach so krass viel produktiver. Und der Tag fühlt sich auch wirklich viel länger an. Man Ja. ist motivierter, energiegeladener. Und hat einfach auch richtig Bock auf den Tag. Wir haben das Ganze aus dem Ayurveda und ja, falls ihr noch nichts davon gehört habt, aber Interesse habt, verlinken wir euch gerne unten so ein paar Bücher zu dem Thema. Also falls ihr interessiert seid, dann schaut gerne unten in die Infobox. Ja, sehr interessant. Ja, und jetzt zu Ende frühstücken und mir gesehen, habe ein bisschen gelernt. Lika macht uns jetzt Mittagessen. Das ist jetzt 12 Uhr. Ich habe ja, ein bisschen Hunger. Nicht mega Hunger, aber ich würde sagen, ein bisschen Hunger. Ja, was gibt es zu essen? Wir haben noch Suppe von gestern und ein bisschen Knoblauchbrot. So. Wie findet ihr Likas Strandanzug? Finde ich. das ist süß. Sehr süß, auf jeden Fall. Ja. Das Ja. passt hier alles nicht. Was Egal. denn? So. Ja, mach das Ich werde das sowieso jetzt auf erstmal zwei hier Ebenen. stehen lassen. Wegen einem Brot, das lohnt sich nicht. Es So. müssen eineinhalb sein, also sogar mehr, wenn du die Wegen zusammenzählst. einem Brot zu Ach so, wegen viel. einem Brot, ja. Okay, Mensch. gut. Dann warten wir, bis es sich alles erwärmt hat und sehen uns gleich wieder. Und zwar haben wir hier so eine Suppe, beziehungsweise fast schon einen Topf. Wir stehen gerade total drauf, also wir essen das so oft. Und ja, gerade bei dieser Jahreszeit, ne, hat man ja richtig Lust auf was Warmes. Unsere Routine, Morgenroutine und auch die Hauptmahlzeitroutine, kann man das so Ja. sagen, hat sich so ein bisschen verändert, aber das erfahrt ihr alles noch im Laufe der Vlogs. Ja, wir essen jetzt auf jeden Fall und was wolltest du sagen? Und wünsche nachher guten Appetit. Ach so, falls ihr auch jetzt gerade essen solltet, guten Appetit. Ja. So Leute, ich habe mich mittlerweile ein bisschen fertig gemacht.
Wir haben auch gegessen, es war auch super, super lecker, wie sonst auch immer. Also wie gesagt, wir sind gerade richtig auf Eintopf und Suppe und schön warm und lecker. Ich habe ja im letzten Vlog euch dieses Bild hier gezeigt und euch auch gezeigt, wie wir das Ganze gemacht haben. Und in den Vlogs davor habt ihr ja gesehen, wie wir unser Wohnzimmer so ein bisschen umgestaltet haben. Und ich dachte mir, es wäre ja ganz passend, wenn wir endlich mal die Roomtour jetzt machen würden. Ja, ich würde sagen, wir zeigen euch das jetzt einfach mal, wie das Ganze jetzt hier geworden ist. Los geht's. Viel Spaß. Unterwegs, denn wir haben heute so einiges zu tun bzw. einiges vor und ja, wir wollen noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk besorgen. Ich glaube, das können wir jetzt so sagen, weil das Video wird sehr wahrscheinlich erst nach Weihnachten online gehen. Wer weiß. Genau. Und jetzt fahren wir erstmal ins Outlet. Wir haben hier so ein Outlet in der Nähe. Da gucken wir mal, ob wir da vielleicht fündig werden. Dann fahren wir in die Stadt. Ja, und danach wollten wir noch in ein Lebensmittelgeschäft. Wir wollten Himbeeren holen für meine Mama. Meine Mama ist krank und sie braucht Malinikuchen. So Leute, sind im Outlet Center angekommen. Erstes Geschenk ist da, auf jeden Fall. Ja, wir haben tatsächlich was gefunden. Ja, ein schneller Schnapper. Und jetzt laufen wir Richtung Tommy Hilfiger. So Markenopfer wie ich, auf jeden Fall. Mal gucken, ob es da was gibt. So Leute, wir sind in der Stadt angekommen, genau. Und jetzt haben wir ein bisschen Hunger, wir werden jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen und ja, dann geht's weiter shoppen. Yummy! Ups, ich habe etwas gedrückt, aber alles gut. Sandwich, Sock, Saft, so. Wir kennen das deutsche Wort nicht mehr. Sandwich und ja, das so ist Bulgur Edamame. Salat und normale Avocado-Sandwich mit grillten Gemüse. Ist da Avocado dran? Ja, ist Avocado grillt, oder? Nein, das ist so ein vegan. Vegan grilled Sandwich. Irgend so. Okay, Gemüse. Keine Avocado. Hey. Wir haben es geschafft. Wir haben nicht alles. Wir haben. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, noch lange nicht alles. Wir haben noch. Fast nicht alles. Also wir haben noch nicht alles, aber das meiste. So, mein Gott. Ja. Uiuiui. Jetzt fahren wir erstmal zu meinen Eltern. Und danach fahren wir nach Hause. Ich bin fix und fertig. Ich habe gar keinen Bock mehr. Also. Ich bin so voll Idiot. Ich fahre jetzt schon das zweite Mal hier, weil ich die scheiß Schilder verpasst habe. Merkst du, ich habe jetzt. Jetzt merke ich es auch. Ja, du musst auch Ausfahrt lang fahren, nicht? Ich parken. Bin Ausfahrt hoch. Aber? Und jetzt pass auf. Wer hat Vorfahrt hier? Fahr. Muss hoch. Okay. So, jetzt pass auf. Ausfahrt. Rechts. Ach, hier, der hat hoch. Mensch. Das hätte doch keiner wissen können. Ja, wer lesen kann, ist ein kleiner Vorteil, wa? So, doch nicht ganz zu Hause. Wir haben uns im Auto nochmal entschieden, eine Doku anzuschauen. Und ja, mein Baby möchte ein bisschen Popcorn. Deswegen gehe ich kurz zum Kino und hole jetzt ein bisschen Popcorn. Ja. We'll be right back.
wir sind jetzt mittlerweile zu Hause angekommen, haben uns auch ein bisschen die Doku gegeben, die wir uns angucken wollten, haben ein bisschen Popcorn gegessen, war sehr, sehr nice. Und ja, jetzt haben wir zugesehen, dass wir online die Sachen, die wir online, dass wir online die Sachen, die wir online bestellen wollten, bestellen. So, bevor es wirklich viel zu spät wird und die Sachen nicht mehr ankommen vor Weihnachten. Yes, das haben wir jetzt auch erledigt. Und genau, ich hatte ja heute angesprochen gehabt, dass wir nochmal mit euch schnacken darüber, warum denn so lange, ja, warum so eine lange Pause einfach auf diesem Kanal, auf meinem Kanal, auf Insta zum Teil war und warum man von uns einfach nichts gehört hat. Und ja, meinerseits, das habe ich auch schon auf Instagram mehrmals angesprochen, beziehungsweise unter meine Bilder geschrieben, dass zurzeit privat sich einiges bei mir verändert. Da kann ich aber momentan noch nicht viel dazu sagen, weil ich möchte, dass alles in trockenen Tüchern ist und werde dann definitiv euch davon berichten. Das Ganze hat sich aber überschnitten auch mit dem privaten, wie nenne ich das, privaten beruflichen Leben von Alexander. Und ich glaube, da kannst du so am besten was dazu sagen. Ja, Leute, und zwar hat sich beruflich sich vieles für mich verändert. Den einen oder anderen mag es aufgefallen sein, dass ich zu Zeiten, also in den letzten Vlog zu Zeiten da war, wo ich eigentlich auf der Arbeit wäre. Ich habe mich nach langen Überlegen und nach langen Gesprächen, was ich eigentlich in meinem Leben erreichen will, beziehungsweise was ich für mein Leben mir selber wünsche, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Im Endeffekt ist mir einfach aufgefallen, dass ich sehr, sehr unglücklich bin im Leben. Wow, echt? Sehr, sehr unglücklich bist du im Leben? Nein. Also das ist ja mal was. Sehr, sehr unglücklich bin in meinem Arbeitsleben. Also in meinem Leben bin ich super zufrieden. Jetzt hat sich die ganzen Veränderungen, sind alles zum Positiven, haben sich gedreht, sag ich mal so. Und beruflich war ich aber komplett das Gegenteil. Also ich habe in meinem Betrieb meine Ausbildung gemacht, 3 Jahre. Ich habe danach mich ziemlich schnell hochgearbeitet, was eigentlich ziemlich untypisch ist für diesen Ausbildungsberuf. Und war im Endeffekt in einem, sag ich mal, in einem Bürojob, wo man die meiste Zeit wirklich nur sitzt und auf dem Bildschirm starrt. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass es nichts für dich ist? So. In deiner Ausbildung noch oder nachher? Na, also in der Ausbildung, die Ausbildung an sich, da habe ich schon von vornherein gemerkt, so, boah, wenn ich diesen Scheiß machen muss, mein Leben lang, dann werde ich auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich. Meine Arm tut weh. Okay. Und ich habe aber dann, weil ich so unglücklich war, oder da Ausbildung, schon unzufrieden ja, warst, habe ich mir gesagt, ich mache nicht diesen Job, sondern pick mir den geilsten Teilbereich aus, den es in dieser Branche gibt, und da versuche ich reinzuwachsen. Und das also, habe ich auch geschafft. Okay. Also ich habe dann gesagt, Bürojob, chillig sitzen vorm PC und gutes Geld verdienen. Wann hast du denn gemerkt, dass dieser Job, für den du quasi Zeit investiert hast und dich hochgearbeitet hast, sage ich mal, nichts für dich war? Wann hast du das gemerkt? Im letzten Jahr beziehungsweise 1,5 Jahren. Also, ja. Aber vorher warst du glücklich und zufrieden damit? Ich habe mir tatsächlich nicht die Frage gestellt. Ich habe einfach nur gedacht, so, okay. Kohle kommt rein, gute Kohle kommt rein. Ich konnte jeden Samstag, Freitag mit den Jungs raus, das Geld auf den Kopf hauen, sagt man das so? Das Geld auf den Kopf hauen, ja. Weiß nicht, ich habe mich einfach mit so banalen Sachen beschäftigt, so einfach materiellen Sachen so. War ich unglücklich, habe ich mir eine PS4 gekauft. So. Das Traurige daran ist ja, es gibt so viele Menschen da draußen, so viele Menschen, die sich irgendwie tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, das fand ich sehr interessant, dass Menschen sich gar keine Gedanken darüber machen. Die überlegen sich gar nicht so, hey, ist das eigentlich das, was ich machen möchte? Ist das das, was ich die nächsten 40, 50 Jahre machen möchte? Man denkt sich, hey, es ist ein Job. Das ist normal, dass man seinen Job hasst, sage ich mal. Aber jeder geht arbeiten, also gehe ich auch arbeiten. Und hier ist es ganz egal, ob das, was ich da beruflich mache oder täglich mache, täglich 8 Stunden nebenbei gemerkt, mir Spaß macht oder nicht. Ich will auch niemanden verurteilen, der so ein Leben lebt oder, also das, was ich jetzt hier sage, dient gar nicht dazu. Jeder entscheidet für sich und
ja, ist dann hoffentlich auch damit glücklich mit seiner Entscheidung. Und nicht jeder, der nur einen 8-Stunden-Job hat oder ein, sag ich mal, ein Angestelltenverhältnis ist, heißt, dass es unglücklich ist. Dass er unglücklich ist. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Das ist halt sehr interessant, dass du direkt gesagt hast, ja, ich habe tatsächlich mir vorher nie Gedanken darum gemacht. Mhm. Also du hast einfach gearbeitet, weil jeder das so... Also du hast einfach das gemacht, was jeder macht im Prinzip. Ja. Ja. Und das ist ja normal so. Ja, das ist, was ich meine. Das, ich habe das Gefühl, diese Kamera ist ein bisschen schwerer oder ich habe einfach keine Muckis mehr in den Arm. Ach, meine Hand tut auch voll weh. Kommt bestimmt wegen veganer Ernährung. auf jeden Fall kommt bestimmt wegen wenig Training. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, glaube mir, du bist nicht der Einzige und ich glaube, dass auch super vielen Menschen da draußen genauso geht und auch ich zum Teil solche Gedanken hatte, aber dazu kommt dann wahrscheinlich auf meinem Kanal in nächster Zeit sehr, sehr viel. Ich möchte mich so ein bisschen in diese Richtung entwickeln, aber ich erzähle noch nichts. Also ich will noch nicht so viel verraten. Ja, Leute, das ist der Stand der Dinge. Das ist die Story dahinter. Ihr könnt wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen, dass bei uns beiden in beruflicher, privater Richtung sich einiges verändert hat. Ja. Ja, sich einiges verändert hat und sich einiges getan hat. Und man halt auch oft nicht direkt weiß, wie man mit solchen Sachen umgeht. Mit Dingen, die wie Veränderung. Ja, haben wir ein bisschen Zeit für uns gebraucht oder ein bisschen Zeit einfach, um die Dinge so zu regeln, wie ja, wir sie gerne hätten, sage ich mal so. Ja. Und ja, wir entwickeln uns auch jedes Mal weiter. Das bekommt ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit. Oder ihr werdet auf jeden Fall noch einiges davon mitbekommen. Wir versuchen alles, was ihr verpasst habt, so ein bisschen nachzuholen und in den Vlogs so ein bisschen zu erzählen, was bei uns gerade los ist. Was sich verändert hat, wie unsere Gedanken sich verändert haben und so weiter und so fort. Und ja, ich kann da sagen, auf jeden Fall, da ist einiges passiert und einiges, was auch wieder neue Impulse gesetzt hat, wie zum Beispiel, dass ich meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal jetzt komplett verändern möchte und in eine bestimmte Richtung gehen will. Ich kenne diese Richtung jetzt nun endlich. Weil ich ganz lange einfach Videos gemacht habe, Videos über Themen, die mich momentan interessieren oder einfach Videos, die mir Spaß machen. Jetzt möchte ich das Ganze halt ein bisschen wirklich in eine Richtung bewegen, die ich eigentlich seit Tag 1, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, machen wollte, aber nicht das Mindset oder nicht genug Wissen darüber hatte. Ich glaube jetzt nach fast 2 Jahren oder... Ja, lesen oder mich mit diesem Thema beschäftigen, tue ich schon ein bisschen länger. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist diese Übung mit der Kamera, dass ich mit der Kamera so frei sprechen kann und meine Gedanken so äußern kann, wie ich sie halt denke. Ja, und ich glaube, dass ich hier auf einem ganz guten Weg bin mit dem Vloggen. Da kommt man noch besser rein, definitiv. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf hoffentlich coole Videos freuen. Ich hoffe, dass euch diese Videos auch dann auf meinem Kanal gefallen werden. Ich weiß noch nicht genau, wann es losgeht, weil wir sind noch gerade so in der Endphase. Und sobald diese ganzen Dinge erledigt sind und geklärt sind, starten wir voll durch. Also auch mit dem Vloggen regelmäßiger und dann auch mit meinem Kanal wieder. Ja. Zwar ist ein bisschen im Moment Weihnachtsstress, aber wie heute... haben wir einfach versucht, euch mitzunehmen, ein bisschen in unseren Alltag, weil wir denken, hey, klar, jeder kann... Es macht uns ja Spaß, das ist ja das Wichtigste, das ist es ja. Es macht uns Spaß, aber bis jetzt war das so, einfach keinen Kopf gehabt, nicht wirklich was gehabt, was wir zeigen können. Und wenn man nicht gerade die beste Laune hat, manchmal, da kann man halt auch nicht wirklich was den Leuten geben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will auch gar nicht so viele Versprechungen hier machen. Ihr werdet das einfach sehen. Schaut, ihr werdet das hier sehen. Ihr werdet das auf meinem Kanal sehen. Wir haben auf jeden Fall mega Bock. Wir haben es so sehr vermisst. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch. Wir haben jetzt genug gequatscht. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr überhaupt noch da seid. Und ja. Seid gespannt. Wir hoffen natürlich, dass euch dieser Vlog hier gefallen hat. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Ja, wünschen euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zusehen
und bis zum nächsten Mal. So. Ciao, ciao. Die Amis, die entsaften hauptsächlich Grünkohl. Und ich war immer so, ich will auch Grünkohl. Wir haben hier gar keinen frischen, immer nur eingefrorenen.